Servus und willkommen zurück zur, ich glaube, inzwischen vierten Folge im Krieg. Es ist auch inzwischen der fünfte Jahr, denn wir haben 100%, weil wir komplett besetzt sind. Da kann man das ganz gut sehen. Und ja, es ist, wie es ist. Wir werden belagert von den bösen, bösen Menschen im Süden, die schon fünf unserer großzügigen Friedensangebote abgelehnt haben. Hallo, Günther. Ja, hallo und herzlich willkommen. Serdecznie witamy, kaiserliche Grüße und der ganze Schmunkes. Ich hau die Pause raus an der Stelle, wenn das okay ist. Lass mich noch Struppi noch kurz begrüßen. Ja, okay, gut, dann Ach mal. so, Hallo ja, hi. Struppi. Hi. Der ist in einem genauso schlimmen Krieg wie ich gerade. Nur, dass er keine Verbündeten hat. Doch, ich habe einen Verbündeten, aber weißt du was? Der hängt in Litauen fest. Tja. Ich Günther weiß nicht, ob macht nur dieser Typ deswegen jetzt keinen. keinen Frieden, um Naja, dich zu ärgern. wahrscheinlich. Das traue ich ihm gerade sogar wirklich zu. Immerhin sind es 11.000, aber die Hälfte, weiß ich nicht, wie viele die Sie helfen. könnten mir helfen, sie könnten mir helfen, aber wie gesagt, ne? Vor allem, weil es halt Brandenburger Space Marines sind. Ich sollte aufhören, Space Marines zu sagen. Das mache ich viel zu Genau. oft zur Zeit. Dabei weiß doch jeder, Brandenburg sind Chaostruppen. Hallo. Genau. Pfeife, ey. Ich bin im Warhammer-Universum ziemlich Oh, illiterate. ich freue mich schon. War ja eigentlich Warhammer gegenüber Total War ja ziemlich negativ gegenüber eingestellt, aber seit dem letzten Trailer. Die haben sich auch nur um einen Monat verschoben. Ja, das hat mich sogar gefreut tatsächlich, dass sie es verschoben haben, weil das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, es liegt so schön perfekt zwischen Stellaris und Heu 4. Habt ihr denn die Release-Daten mitgekriegt? Nein. Echt nicht? Nein. Das Stellaris einzige. erscheint am 9. Mai und Hearthfire und 4 am 6. Juni. Ah. Oha. Passt ja. Sehr schön. Boah, Alter, haben Am die viele D-Day. Festungen. Krakau ist die Hauptstadt, ne? Ja, wenn die Bauern Krakau einnehmen. Dann verlierst du Ja. Warscore. Haha. Genau, Polen, kümmere dich mal ein bisschen um diese Bauern da unten. Ich könnte da auch die Bauern kann man unterstützen, ne? Das kostet nur jetzt mittlerweile richtig viel Geld, ne? Ja, Rebellenschützen ist echt nicht mehr billig. Hm. Ganz gut so. Hey, Multan gibt's auch noch. Ja, cool. Yeah, hey, Multan. Hilf mir, Multan. Oh ja, ich habe schon fast 20 Kriegs und Ruhe. Yes. Herr Günther muss sich jetzt eh beeilen, weil sonst kommen bei mir auch noch die ganzen Rebellen, die alles kaputt machen. Ja, das stimmt durchaus. Das stimmt durchaus. Moldawien hat nur zwei Unruhe, ist der absolute Spitzenreiter in unserem Bündnis. Sehr geil. Oh, jetzt werden natürlich ausgerechnet Brandenburgs Truppen angegriffen. Ja. Litauen mag dich auch nicht, Struppi. Naja. Nichts Neues. Weißt du, wer ich nicht leiden kann? Diesen blöden Kaiser. Lass uns den mal stürzen. Ich steuere meine ganze Armee bei. Sehr schön. Bin ich zufrieden. Nehme ich an. In Arenostrum kann man Armenier vermieten. Kann man das? Armeen Ja. vermieten? Oh. Das ist ein Das dürftest cooler du dich als Scheiß. Hessen ja Condottieri richtig heißt freuen. das. Oh, Bankrott absehbar. Ernsthaft? Jo. Nice. Bei dir? Krass. Ja, Das habe ich cool, auch noch oder? nicht oft, das habe ich auch noch nicht oft geschätzt, mein Bankrott Was absehbar passiert nochmal, ist. wenn man Bankrott? Was passiert nochmal? Du kriegst. Viele tolle Dinge. So Sachen wie Stabilität werden auf einmal total irrelevant. Geil. Ja, du Das hast klingt halt nach perfekten Sachen. diesen wunderbaren Bankrupp-Modifikator für 10 Jahre. Es sind plus 3 Unruhe, plus 100 Moral, minus 100 Moral für Armeen und Flotten. Das ist halt das Brutale eigentlich. Manpower-Erhöhung ist praktisch tot. Gut, Sounds Armeen like ist. heaven. Kolonisten sind Sounds dir like heaven to me. wurscht. Was Was passiert mit noch? Kolonisten? Kolonisten haben irgendwie minus. Kolonisten sind einfach schlechter, ich weiß es nicht. Okay. Aber ist dir relativ wurscht. Berater sind doppelt so teuer. Wird immer besser. Aber dafür sind halt deine ganzen Darlehen weg. Yay! Genau, Wie und nur viele das Jahre zählt dauert der doch. Scheiß an? 10 Jahre.
Ah, geil. Boah, Alter, ey. Den Polen zerpflückt mich wieder komplett mit 9er Würfen und so. Super. Mann, 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 ey. Also das ist echt ein Scheiß. Lass mal bitte darüber. Ich mach mal die Geschwindigkeit wieder einen Ticken höher. Aus irgendeinem Grund war die super niedrig. Und Hamburg mit 5-3 Anführern. Ulala. Boah, Alter, ey, dieser Krieg, das geht mir echt auf die Nüsse. Du armer, armer, armer Mann. Ne, ich sag's dir. Super, ey. Kaum gebe ich ihnen Geld, wollen sie gar nichts mehr. Ich liebe das. So, jetzt hol dir mal ganz schnell hier. Hol dir mal ganz schnell hier diese Hauptstadt. Kollege. Geldern ist zum wahren Klauen übergetreten. Ich bin 16 Jahre im Voraus militärtechnologisch. Geil. Jetzt kann ich endlich Badensamen vernichten. Haha, Rebellen. Mainzerisch Nationalisten. Ja, ja. Mach dir mal da. Keine Sorge. Trier ist schon raus. Jetzt hast du verloren. Nein. Ein Bündnis zerfällt. Wenn jetzt auch Österreich und Böhmen rauskriegen, was noch mal Lust. Ja, das wird's dann wird's interessant, ja. Bis auf die 38.000 Bauern in Polen. Trier schloss ein Militärbündnis mit Sachsen. Und mein Bankrott in 3, 2, 1 und... Bam! Oh, doch noch nicht. Nächsten Monat. Bankrott? Also, okay. Ja, ich bin einmal in meiner EU4-Karriere echt bankrott gegangen und das war bewusst mit den Ming. Ah ja, das Mingos. Ist natürlich geil für den Ming-Hals-Exploit, ne? Wobei, ich hab's mindestens nochmal gemacht, weil mit Bankrott kann man ja Kultur und Religion wechseln. Mit Rasch auf der Rashput Reich bin ich recht nahe gekommen, weil ich am Anfang ja irgendwie 70 Darlehen aufgenommen habe, aber es war auch bewusst. Ah, wisst ihr was? Ich wollte gerade den Bankrott verhindern. Und bist bankrott gegangen? Nee, ich will ihn gerade verhindern, aber ich schaff's nicht mehr. Weil ich keine Truppen auflösen kann, während ich in der gegnerischen Grenze bin. Oh. Vergiss es. Ah, hätte ich das mal vorher gewusst, verdammt. Ah, kündige sowas auch an. Brandenburg, hilf mir. Brandenburg, zur Höhe. Oh Gott, Brandenburg. Scheiße. Motherfucker, das kann echt nicht sein, ey. Diese ätzenden Dice Rolls von motherfucking Polen. Polen ist wirklich so die ultimative Luckbox in diesem Spiel. Oh ne, fuck me, das kann nicht wahr sein. Nein, und du bist schon im Move-Lock drin. So ätzend. Ah ja. Egal. Ah, Brandenburg kommt zurück. Super. Natürlich. Die haben auch nur 13.000 katholische... Warum habt ihr Brandenburg katholische Fanatiker? Was ist Brandenburg protestantisch geworden? Ich weiß nicht.
Ich habe das Bündnis wegen aufgelöst, was die Katholiken sind. Sie waren schon dabei, zu konvertieren. Ah ja, sehr schön. Passiert bei Brandenburg relativ schnell. Entschuldigung, ich brauche gerade ein bisschen. Entschuldigung. Ja, ja, ist kein Ding. Nee, mach ruhig. Ist okay. Oh, diese Motherfucker, ey. Und der Deutsche Orden hat halt immer noch Truppen. Wie wollen die denn bitte auch bezahlen? Achso, die kriegen wahrscheinlich Geld von Polen oder irgendwie sowas, ne? Also ich kriege immer noch Geld von Polen. Was ich lustig finde. Das ist auch krass, weißt du, Polen hat nur noch 4 Provinzen, die nicht besetzt sind, ne? Also das ist auch schon heftig. Aber gut, Österreich ist noch im Krieg drin. Solange ist noch nicht die Kacke am Dampfen. Österreich hat immerhin noch eine hohe Kriegsmotivation. Das ist gut. ...160 von 210 benötigten. Noch 50 Punkte brauche ich. Ich schenke mir mal gerade einen Kaffee ein, während der Struppi da rumrödelt. Bin gleich fertig. Ja, kein Problem. Ups. Ich glaube, wir haben ein Problem. Baden, oh, wir haben ein Problem. Der Kaffee geht langsam aus. Oh oh. Ich muss. Ach komm, ich mache jetzt einen weißen Frieden. Ich habe keinen Kaffee mehr. Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe auch keinen Kaffee mehr und mache seit Jahren weißen Frieden. Jetzt weiß ich, woher dieser blöde. Ah, ja, super. Okay. Jetzt weiß ich, woher das kommt, dass ich auf einmal Bankrott drohe. Auf irgendeinem Grund kann ich nur noch 20 Darlehen aufnehmen, wo ich vorher 25 aufnehmen konnte. Schön. Sehr, sehr schön. Das ist eine Sache, von der ich bis heute keine Ahnung habe. Wie berechnet sich die Anzahl der Darlehen? Kein Plan. Ganz ehrlich, kein Plan. Also auf jeden Fall was mit der Höhe zu tun, weil mit Rasch auf der Raschputtreich konnte ich irgendwie 250 nehmen. Das war wow. Das waren halt 2 Dukaten-Darlehen. Ach Österreich, warum stehen die 7 Mann da so einfach doof rum? Na egal. Ach Gott, jetzt weiß ich, wie der Gönner sich immer fühlt. Das klingt irgendwie nicht so vertrauenserweckend, aber... Nein, ich meine mit dem Pause machen. Oh, Österreich könnte Kaiser werden. Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand. Beschrei es nicht, Marvin, beschrei es nicht. Marvin? Ja. Also, Struppi fragt, glaube ich, gerade, ob du ihn retten willst. Niemals. No. Moment, warte, dann lass die Pause mal noch drin. Ich baue noch ein paar Truppen. So, okay. Hey! Und so viel dazu. Perfekt. Hat ja super geklappt. Was ist? Bist du bankrott gegangen? Jo. Oh, krass. Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Fuck, wo war das Geld? Hast du echt nichts gekriegt? Ich hab nichts bekommen, nein. Super, mir wurde es abgezogen. So eine Scheiße, dieses Spiel, ey. Also für deine Info, Günther, ich habe ihm Geld geschickt, damit er nicht bankrott geht. Wow, dieses Spiel, ich liebe es. Die ersten 100 hat er noch gekriegt, die zweiten 100 irgendwie nicht mehr. Nein, Brandenburg, bleib hier, Brandenburg. Jetzt hast du sowas von ausgeschissen, das ist minus 100 Moral, da brauchst du noch laufen und betteln. Battle mit E, nicht mit A. Boah, war der billig. Der war echt billig. Ey, dieses minus 1000 durch, wir wollen kein Geld. Da ist ein grüner Daumen daneben, aber sie wollen kein Geld. Ja, das waren doch Zeiten. Oh mein Gott, ich verliere den Krieg. Da, nimm 600 Dukaten, danke. Ich meine, hey, meine Darlehen sind weg, ne? Kann ich wieder neue aufnehmen? Hey. Beobachtet ihn den unglaublich tollen Untergang des ach so tollen Reichs. Des strupitastischen Abendlandes. Der Untergang des strupitastischen Abendlandes.
So, Polen, vielleicht kommen wir ins Geschäft, wenn ich... Oh, danke. Nachdem wir jetzt ja schon längere Zeit über einen Endpunkt diskutiert haben, könnten wir uns überlegen, ob wir Günther zum Sieger erklären. Mit Struppi bankrott und mich tot. Das wäre jetzt auf jeden Fall meine Überlegung dann gewesen, wenn Struppi wirklich bankrott ist, dann hinzugehen und Braunschweig zu annektieren, um dann Struppi den Krieg zu erklären. Guck dir das mal an, ich musste gerade Dänemark und Holstein entlassen. Ich habe nichts mehr, Günther. Nichts mehr. Oh, leck, was für ein krasser Was willst du mir noch nehmen? Was willst du mir noch nehmen, frage ich dich. Ich weiß nicht, ich hätte Bock auf diese Provinz namens Mecklenburg. Nee, warte, ich wollte doch Nordseezugang, Mecklenburg und Wismar, bitte. Nee, ich habe keinen Nordseezugang mehr. Das ist Ostsee. Schade, ich kann dir noch nicht mal eine Vasalisierung anbieten. Ich bin ein geschlagener Mann. Ja, sollen wir dann, also ich meine, dann wäre jetzt meine Frage, also ich wehre mich natürlich nicht, wenn ihr mich dann hier zum Sieger erklärt, aber, Also, weiß ich nicht, Ja, es ist halt jetzt, glaube ich, nicht mehr so spannend nach dem Krieg jeweils. Also, gut, bei dir ist natürlich die Frage, was du tust mit mir. Du kannst jetzt natürlich noch sagen, okay, wir lassen das, aber nachdem jetzt Struppi schon ziemlich kaputt gemacht worden ist, ist die Frage, wie interessant das jetzt noch ist, nachdem dir ja nichts passiert. Das ist die absolute Günnersche Dominanz. Das freut mich sehr. Das klingt alles sehr, sehr goldig auf jeden Fall. Also ich meine, meine Überlegung ist ja folgendes. Ich würde eigentlich hier nur ganz gerne Litauen eben aus der PU mit Polen auslösen, weil ich glaube, das ist halt so das, was halt Böhmen nochmal stärker machen würde. Ne? Die sind ja ein wichtiger Verbündeter von mir, dass sie nicht mehr so weit ins Reich rein expandieren, sondern eher nach Osten vielleicht. Bündnis mit Moskau wäre ja irgendwann noch erstrebenswert gewesen, eventuell. Aber ich will auf jeden Fall Richtung Italien runter. Das ist eigentlich so meine Option. Ne? Ich meine, ich habe... Ja, klar, schön stärken. Bitte? Das sind ja schöne Länder, mit denen du dich ganz schön gut stärken kannst da unten. Ja, eben. Also da unten kann man noch halbwegs gut expandieren eigentlich. Ne? Ja. Ich würde, also vielleicht... Also wir können jetzt ansonsten auch mal hier so ein bisschen unser Fazit ziehen an der Stelle von mir aus. Also da habe ich dann auch nichts dagegen. Also weil... Könnten wir... Ich würde dann, weil wir haben ja noch zwei interessante Abstimmungsergebnisse gehabt, ne? Die Monroe-Doktrin wurde ja gefordert. Das könnten wir uns überlegen, ob wir das machen. Ja, genau. Das war mit den Nord-, Süd- und Mittelamerikanischen Nationen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das fände ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann ein richtiges Together, ne? Genau, weil ich hätte auch mal wieder langsam Lust auf ein Together, muss ich sagen. Also wir haben jetzt ja, also beziehungsweise, gut, der Struppi ist ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber wir hatten ja unser Against in Indien, ne? Wir hatten jetzt hier einen Against und dann jetzt nochmal ein Together wäre eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja, und ich muss auch zugeben, es fällt mir wirklich immer wieder schwer, euch so zu hassen, wie es nötig wäre für ein Ergänzung. Ja, ne, ist auch mein Problem. Also ich glaube, ich hätte jetzt hier bei Hessen, hätte ich jetzt auch nur, da hätte ich mir irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, da hätte ich mir wahrscheinlich Pecunia Mea oder sowas geholt, was früher mal Hessen hieß oder so. Ich dachte, Struppi hasst mich aus Prinzip stark genug für sowas. Aber viel hätte ich da auch nicht gemacht. Nee, ach Quatsch, wir mögen uns doch eigentlich, Leute. Ne? Natürlich. Also. Ja. Ich habe übrigens gerade ein paar Provinzen umbenannt. Ja, ich habe es gerade gesehen. Sehr witzig auf jeden Fall. Eodia Redemi. Oh Gott, was ist das für ein Deutsch? Das ist kein Deutsch. Ja, ich merke schon. Was ist das für ein Latein? Das ist Latein. Redemi? Ach so, ich dachte, das klingt gerade so wie Eofio Redemi. Ach so, nee, außerdem habe ich das HI vergessen. Ach so. Nee, es ist, das Original ist, das ist zu klein, das Original ist wahre Redemi, Legion des Meers. Varus gibt meine Legion zurück und es war jetzt ein... Ja, Quint... Umformulierung. Quint Cili vare Legionis Rede oder so, glaube ich soll. Also das ist ja ein Zitat von Kaiser Augustus, das von Sueton überliefert worden ist. Nach der Schlacht vom Teutoburger Wald soll Augustus mit dem Kopf an die Tür hämmernd in seinen Gemächern gestanden haben und eben gerufen haben, Varus, gib mir meine Legionen zurück. Ne? Also das muss ganz fies gewesen sein. Die Schlacht vom Teutoburger Wald, von der man eines genau weiß, die war nicht im Teutoburger Wald. Genau. Ich nehme aber meine Provinzen um.
Ich würde übrigens mal sagen, das Ganze hier, ich wechsle mal gerade den Track, das hier schreit nach ein bisschen festlicher Musik auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Kaiser. Fall als Fazit ziehen wollen, dass ich doch finde, dass Marvin, glaube ich, so mit einer der schwierigsten Ausgangssituationen hatte, gerade weil Köln in den Krieg eingestiegen ist. Wovon ja, es war wir halt, es ist... Ist wobei halt von Anfang an schief gelaufen mit Nassau, als Köln und Trier angefangen haben. Damit habe ich halt am Anfang, ich wäre ja am Anfang eigentlich wahrscheinlich annektiert worden, wenn ihr mir nicht geholfen hättet, was ja irgendwie schon ein bisschen eine blöde Situation war. Ja. Und von da geht es natürlich auch entsprechend nicht weiter, weil dann musst du das mit deiner Armee wieder aufbauen. Du hast ein Jahrzehnt eigentlich praktisch verloren, indem sich halt andere ausbreiten. In eurem Fall halt du nach Süden, ja nach Norden. Ihr habt euch ja beide auch cool ausgebreitet. Also ich war eigentlich in dem Moment schon ziemlich draußen. Ja, leider. Außerhalb des Reiches kann man sowas noch eher aufholen, aber im Reich ist, ja, im Reich gibt es halt kein Blobben sozusagen, kein richtig gutes. Dann war ja noch diese, das Bitterste war eigentlich für mich die Kaiserwahl, die ja original einen Monat zu spät gekommen ist, sonst wäre ich Kaiser gewesen. Ja, beziehungsweise ich schreibe mir gerade, wie das Lied heißt, was ich gerade höre, das kennen die Zuschauer von, wie heißt da nochmal, der hier den One Religion Jewish Faith Run gemacht hat mit dem World Conquest. Flory Worry? Ja, genau, Mr. Flory Worry, genau. Was ich sagen wollte, ist, meine Taktik war ja schon, eben diesen Krieg zu erklären, damit die Kurfürsten auf jeden Fall für mich stimmen, weil die alle mit mir dann im Krieg waren, ne? Um so zu verhindern, dass der Marvin eben Kaiser wird oder der Struppi. Ne? Aber ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt eigentlich dafür, dass Marvin sehr krass davon getroffen wurde, also von der Regelung, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt, muss man ja auch dazu sagen, genau. Ne? Diese Regelung gibt es ja jetzt nicht mehr. Und dafür waren wir dann doch noch alle recht nah beieinander am Anfang. Ja. Ne? Also bis zur ersten Kaiserwahl war es echt ausgeglichen. Genau, ja, und dann bist du halt davongezogen. Dann hast du deinen Einkommensboost, dann hast du alles und dann konntest du einfach uns auch komplett ausspielen quasi. Ja. Mit deiner Macht. Hast du auch ganz gut gemacht tatsächlich. Und mir fiel ja dann jetzt zum zweiten Mal bereits die Koalitionsmechanik in den Rücken. Ja, beim zweiten Mal habe ich dann halt kein Glück gehabt beim Boden. Ja, man muss halt gerade jetzt aktuell mit Koalitionen echt aufpassen, ne? Also finde ich auch, es ist nochmal ein bisschen krasser geworden insgesamt. Nicht so viel, aber doch krasser. Und das ist halt einfach so, im Singleplayer denke ich, da kann man seine Gegner ein bisschen besser handeln, ne? Da kann man mit so einem Koalitionskrieg vielleicht auch nochmal zurechtkommen. Aber du hast da einfach auch ein bisschen Pech gehabt, dass die sehr schnell alle in den Krieg dann ziehen wollten. Ne? Ja, also, weil Polen auch beschäftigt war. Ja. Problem war jetzt gerade tatsächlich eher, dass ich halt mich habe hinreißen lassen und dann Dänemark einfach mal so nebenbei komplett annektiert habe, obwohl ich eigentlich ja nur Island haben wollte, um halt in die neue Welt zu können. Irgendwann hast du jetzt Island. Ja, aber ich kann es nicht mehr koren tatsächlich. Der Coring-Prozess, das wurde abgebrochen. Bitter. Ja. Weil ich bankrott war wahrscheinlich, wurde es mittendrin abgebrochen und ich kann es jetzt nicht, doch, ich kann es noch koren, ich habe ja noch eine Kernprovinz. Also ich könnte theoretisch jetzt halt irgendwann dann mal rüber, aber... Ich finde es auch lustig, dass deine Provinzen alle Baden bleiben, obwohl Baden mit deinem Untergang nichts zu tun hatte. Was? Doch. Indirekt. Indirekter Druck. Das ist das Angebot. Ja. Jetzt habe ich gerade das Angebot an Günner gemacht, ohne es zu lesen. Keine Ahnung, was drinsteht. Soll ich es dir noch vorlesen? Also ich werde es nicht annehmen, wegen der Überdehnung, glaube ich. Obwohl, warte mal. Soll ich irgendwie eine Provinz mitten in Polen? Habe ich das richtig gesehen? Ich habe noch einen Beleidigungskriegsgrund gegen Mecklenburg, wie schön. Ich habe in Polen keine Provinz jetzt selbst, die ich so kontrolliere. Ne? Also ich bin jetzt gerade halt nur dabei, Warschau zu belagern. Ne? Krakau, Entschuldigung. Genau, das sind ja nur besetzte Provinzen, ne? Also die gehören ja noch nicht mir, ne? Die kriege ich ja nicht. Ich lese nochmal ganz kurz vor, was der Marvin mir geschickt hat, ne? Also Friedensangebot von Hessen. Hessen tritt Pecunia Meer an Baden ab, tritt Kernprovinz in Wiege des Wandels an Sachsen ab, tritt Kernprovinz in EU4, Redemie an Köln ab, Hessen wird gezwungen, seinen Baden jeden Monat 10% zu zahlen, entlässt Frankfurt in die Unabhängigkeit, beendet die Vassalisierung von Braunschweig und Kleve, zahlt 272 Dukaten
Und ja, das kann ich aber leider so nicht annehmen, weil sonst der Krieg mit Polen zu Ende ist. Wow. Ja. Ja, also, wie machen wir es? Wir hatten, was waren jetzt nochmal die Vorschläge? Wir hatten jetzt noch das... Also wir, die zwei nächsten waren genau. Die Monroe-Doktrin und das Kruzifixverbot. Das Kruzifixverbot. Und die Monroe-Doktrin hatte aber doch deutlich mehr und das wollten viele ja. auch sehen. Deswegen ja. würde ich fast sagen, das könnten wir uns als nächstes rauspicken. Es sind beides Together-Vorschläge. Die Monroe-Doktrin sicherlich nicht uninteressant und ich für mich auf jeden Fall nochmal was Gutes zum Lernen, weil ich noch nicht so viel in Nordamerika gespielt habe oder in Südamerika. Ja, können wir machen als nächstes. Direkt. Das können wir mit Custom Nations machen. Also. Könnte man. Drei westliche Nationen. Mit 800 Punkten. Mit 800 Punkten und dann die neue Battle. Oh, das wäre mal eine schöne Entspannung jetzt, ja. Ja. Ja, genau. Ne? Ansonsten würde ich mal sagen, weiß ich nicht, Marvin und ich, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, das Reich ist scheiße. ja. Aber hat Spaß gemacht. Also, mein erstes FET, not so really. Together, wie auch immer man es bezeichnen möchte, mit euch. Ich fühle mich geehrt und habe Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es, wie gesagt, dadurch, dass Österreich mich nicht so total krass, also hätte mir durchaus auch passieren können, dass Österreich mich komplett fertig macht, aber dadurch, dass es nicht passiert ist, hatte ich, glaube ich, hier echt eine ganz dankbare Ausgangssituation, die dann so mittelfristig auf jeden Fall dann schon ein bisschen besser war als die von Marvin. Der hat es dann auch halt eben hier schwer gehabt, weil er ja auch noch zwischen uns lag, ne? Das ist ja, muss man hier auch nochmal berücksichtigen. Und weil wir weder von uns ist das Interessante, der Einzige, der so ein bisschen noch nach West und Ost expandiert ist, war eigentlich auch wieder Marvin, ne? So ein bisschen Richtung Köln, ne? Ein bisschen Richtung Sachsen. Ich habe auch mal versucht, Richtung Burgund zu kommen. Und bevor meine Welt untergegangen ist, hatte ich eine Mission, um Ostfriesland zu vasalisieren. Das wäre richtig lustig geworden. Das wäre auch lustig gewesen, auf jeden Fall. Ah doch, ich darf nicht vergessen, Moment, also Island, ne, mit Mecklenburg, das wäre natürlich, also Struppi war dann doch sehr weit im Westen auf jeden Fall. Und du wolltest auf jeden Fall kolonisieren, ja? Ja, mein Plan war jetzt tatsächlich nach Mittelamerika runter zu kolonisieren irgendwie und dann da die ganzen Goldprovinzen zu holen. Und mit den mit ganz vielen aztekischen Truppen überzusetzen und das kann ich. Ich möchte uns erwähnen, dass Nevers noch immer rumrollt. Gott, wieso? Wieso? Weil Frankreich beschäftigt sich, Truppen an Aragorn zu verlieren. Wahrscheinlich, ja. Gott. Aragorn wird oft mächtig zurzeit. Naja, aber natürlich nicht in meinem Tunesien-Spiel. Oh well. Ja, meine Damen und Herren, dann sehen wir uns dann in Nord- und Süd- und Mittelamerika wieder im nächsten Let's Play-Projekt. Ne? Sehr schön. Dann. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre. Bedanke mich nochmal. Möchte euch nochmal meinen kaiserlichen Segen erteilen. Oh ja. Gott. Geh weg damit. Hab Dank, eurer Heiligkeit. Hab Dank. Ja, warte mal kurz. Das ist ein Katholik, das kannst du doch nicht annehmen. Ach, stimmt, ne? Er ist so ein. Okay. I. Ach shit, ich kann Marvin die Reichsgrenade nicht mehr erteilen. Das ist so eine Überraschung, aber auch. Das wäre schön gewesen, ja. Gut. Dann verabschiede ich mich auch. Vielen Dank für meine 21 Folgen. Genau. Hey. Sehr schön. Und ja, bis aufs nächste Projekt. Sehr viel Freude. Servus. Ja, auch von mir alles Gute und ich freue mich auf unser nächstes Let's Play Together. Tschüss.